Wunderschönen guten Morgen! Es ist Freitag, 10 Uhr und ja, herzlich willkommen in meinem neuen Format in der Sprechzeit. Und ich habe euch heute einen ganz tollen Gast mitgebracht und das ist die Daniela Dechert. Und mit der spreche ich heute mal darum, ja, wie wir uns wirkliche Energievampire aus unserem Unternehmen heraushalten können. Und in diesem Sinne, liebe Daniela, herzlich willkommen! Hallo, liebe Caroline. Hi. Moin, moin. Moin, moin. So, ich gucke zwischendurch hier mal ein bisschen mit in den Chat hinein, werde das Video unserer Live-Sprechzeit auch noch gerade mal so ein bisschen mit verlinken. Stell dich einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und stimmt das, wie ich dich gerade angekündigt habe? Ja, das stimmt. Okay, also ihr Lieben da draußen, ich bin Daniela. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, komme aus dem Bereich der Präsentationsgestaltung, habe für sehr viele große Unternehmen gearbeitet und hatte auch lange Zeit für eine Präsentationsagentur die Geschäftsleitung. Und in den letzten 2, 3 Jahren habe ich gemerkt, so das, was ich bisher gemacht habe, also ich habe mich später nochmal selbstständig gemacht, habe dann diese Präsentationsgestaltung für viele Unternehmen gemacht, habe immer gemerkt, so, oh, das ist es irgendwie nicht. Es ist es was ganz anderes. Und da hat mir Caroline auch sehr schön bei weitergeholfen. Es ist nämlich das Thema Personal. Ja, unsere Reise, ich muss gerade kurz überlegen, wir haben nämlich schon Oktober, wir stecken ja irgendwie schon mitten im Herbst, es geht Richtung, Richtung Winter. Wir haben uns kennengelernt zusammen mit der ganz lieben Margaret Jordan im Juni, Mai? Im Juli war es gewesen, genau. Ja, genau. Wir hatten einen kleinen Workshop zum Thema Branding, Soul Branding und wirklich mal hinzugucken, wer bin ich, wie will ich mich da draußen zeigen. Ja, und danach hat sich eine Zusammenarbeit ergeben. Genau. Und, mit Margaret. Hätte ich nie gedacht. Also manchmal landet man ja wo ganz anders. Ich bin wo ganz anders gelandet, wie ich ursprünglich gedacht habe. Aber es war der richtige Weg. Und das ist das Schöne. Es war der richtige Weg und es war vor allem das richtige Endziel letztendlich. Genau, nämlich das Thema, jetzt will ich schon Personal Branding sagen, Quatsch mit Soße. Das Thema Teamgestaltung. Ich fand es schon immer spannend, wenn es zwischen den Menschen menschelt. Also schon in meiner Kindheit, könnt ihr euch vorstellen, wenn meine Mutti mit ihren Freundinnen irgendwie sich über Männer unterhalten haben, oder so, saß ich unterm Tisch und hatte immer so große Ohren und fand es immer spannend, wie sind die Beziehungen da zwischeneinander, untereinander und so weiter und so fort. So. Ja, jetzt geht mir gerade so ein bisschen der Text aus. So, das ist immer der Unterschied zu, ach, wir quatschen einfach mal so zwischendurch am Telefon oder aber wir haben wirklich mal ein Live-Interview direkt hier auf dem Älter von Facebook. Also ja, du hast gerade schon kurz erwähnt, du hast ja so einen kleinen Werdegang hinter dir, hast dich mit dem Thema irgendwie so auseinandergesetzt und wie genau hast du für dich herausfiltern können, dass es dir wirklich ein Anliegen ist, dass ja, Chefs, Unternehmer, Chefinnen, Selbstständige wirklich für sich mal auf dem Schirm haben, dass es nicht egal ist, wen ich einstelle? Oh. Also da mag ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe so diesen Werdegang hinter mir. Also in den USA würde ich sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär, nein, von der Auszubildenden, also ich kenne die Seite, die es dir geht, als Mitarbeiter zur Geschäftsleitung. Und in dieser Zeit, an der ich selber Auszubildende und später angestellt auch war, also vielleicht kennst du das auch, arbeitest in einer Agentur oder irgendwo in einem anderen Gefüge mit Kollegen, Kolleginnen zusammen. Und da bleibt es nicht aus, dass es mal zwischen den Menschen menschelt. Ne? So. Und es gibt einfach Menschen, die kommen in den Raum rein und denkst so, schön, dass der da ist, das hebt meine Energie. Und dann gibt es Menschen, die kommen in den Raum rein oder so denkst so, boah, komm, tu mir einen Gefallen, sei einfach ruhig, ne? Geh einfach die dich triggern. Und was passiert in dem Moment, wenn so Menschen in ein Business-Gefüge, in ein Team eintauchen oder, wie soll ich sagen, vom Chef akquiriert werden?
die Energie sinkt. Ne? Und nicht nur das, die sinkt gewaltig und die wird auch regelrecht gestört. Das kann, also ich kann das quasi steuern, ob die Energie in einem Team rauf oder runter geht. Und das durfte ich am eigenen Leib quasi auch als selber als Auszubildende und später als Angestellte erfahren, wie sich diese Energien verändern zum Positiven und zum Negativen. Nur damals konnte ich das noch nicht realisieren, weil ich diese eine Methode noch nicht kannte. Woran das denn liegt, warum jetzt dieser eine Kollege oder später habe ich auch Leute eingestellt, warum denn dieser eine oder diese eine Mitarbeiterin, die dann jetzt so in diesem Team stört, das kam erst später. Das ist ganz interessant. Also du hast gerade eine Methode angesprochen. Ja. Und darüber haben wir ja auch natürlich in der Zusammenarbeit in den letzten Monaten auch immer mal wieder gesprochen, ne? Weil es ging ja mal so in die andere Richtung und dann haben wir gesagt, nein, Daniela, du musst... genau darum kümmern, weil genau das ist am Markt einfach unwahrscheinlich wichtig. Ich glaube, das Problem kennt jeder. Also egal, ob es Mitarbeiter sind oder ob es auch Freelancer sind, mit denen ich zusammenarbeite, in irgendeiner Art und Weise habe ich ja immer mit Menschen zu tun, um mal wirklich herauszufiltern, woran liegt das denn? Und warum darf ich mir denn wirklich diesen Vampir, diesen Energievampir einfach wirklich nicht ins Team holen, weil dann sonst... wirklich die Zusammenarbeit im Team wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und der Margret und mir, uns ist das halt so aufgefallen, dass das eigentlich genau das ist, wo du einfach wirklich so einen tollen Mehrwert stiften kannst. Erklär doch mal ganz kurz, worum geht's denn da genau? Also was ist deine Methode und wie kannst du das herausfiltern? Also diese Methode kommt aus den Neurowissenschaften. Also wir sind quasi alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, gefangen in unseren Hormonen und also eine Mischung aus Hormone und Prägung. Und ich nutze ein Persönlichkeitsmodell, das ich weiterentwickelt habe, sodass es Menschen, vor allem Unternehmern, gelingt, innerhalb kürzester Zeit ihre Mitmenschen einschätzen zu können, welche Bedürfnisse, welche Werte mein Gegenüber hat. Und Bedürfnisse sind in dem Moment, in dem ich jemanden einstelle, ganz, ganz wichtig. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich kann jetzt zum Beispiel keinen einstellen, der jetzt zum Beispiel meine Steuer oder irgendwie die Buchhaltung macht, der super kreativ ist. Ja, dann hätte ich danach kreative Buchhaltung. Das findet das Finanzamt dann irgendwie doof. Ja, so. Also du meinst, ich sollte das besser nicht für dich tun. Genau. So, und wenn ihr Lust habt, ich hab so einen kleinen Überblick mitgebracht, einfach mal, damit ihr da draußen eine Idee davon bekommt, was ich damit meine. Auf jeden Fall. Also ich bin echt immer ein Freund davon, dass man Bilder sehen kann, dass man es auf unterschiedliche Arten und Weisen erklären kann, weil alles das, was wir sehen, können wir schneller verstehen. Von daher, her damit. Okay, ja, damit. Die Simone schreibt im Übrigen gerade im Chat, wir hatten Mitarbeiter, also die Simone, mit der werde ich mit Sicherheit auch in der nächsten Zeit eine schöne Sprechzeit machen. Die Simone hat ein ganz, ganz tolles Restaurant in Österreich und sie schreibt gerade, wir hatten Mitarbeiter, die unsere Gäste ferngehalten haben. Uha. Das ist super. Kann ich dir gleich erklären, Simone, warum das so war? Da, pass auf, bam. Also, du siehst diese vier kleinen Kästchen hier. Siehst du die? Also ich sehe sie auf jeden Fall. Okay, dann sieht die jeder andere hoffentlich auch. Wir lassen uns auf jeden Fall mal kurz Rückmeldung geben, ob die jeder gut sehen kann. Ja. Die kleine Einblendung unten in der Ecke. Diese hier, ne? So. Und also eines vorweg, natürlich, also ne, wir machen jetzt hier kleine Schubladen auf und wir stecken Menschen in Schubladen. Natürlich steckt keiner in einer dieser Schubladen nur, sondern wir haben immer alle Anteile von diesen Merkmalen nenne ich jetzt mal, von diesen Werten. Und ich fange jetzt einfach mal hier bei diesem Roten an. Mhm. Und vielleicht erkennst du schon, das sieht so ein bisschen aus wie so Abzeichen von der Bundeswehr. Ja? Mhm. Und Menschen mit limbisch-rot-Anteilen, ich nenne es jetzt rot, weil hier auch rot ist, die sind sehr, wie soll ich sagen, die wollen gerne Macht und Anerkennung und sind sehr an sich selber interessiert, Stolz und Gewinn und dass sie vorankommen, ja. So, und warum diese Abzeichen? Es sind meistens, sind es Männer, es hat auch was mit den Hormonen zu tun, sagte ich vorhin, ne? Testosteron spielt hier eine große Rolle. Das heißt jetzt nicht, dass auch Frauen nicht limbisch-rot sein können, die haben dann halt einen höheren Testosterongehalt, aber hier findest du
in den meisten Fällen Männer im Vorstand, Männer, die sehr dominant sind, die überhaupt kein Problem haben, auch mal einen Konflikt zu führen, sich durchzusetzen. So, jetzt gibt es natürlich die Emotionen, die diese Zielgruppe oder diese Gruppe von Menschen überhaupt nicht gerne mögen. Und das sind, wie soll ich sagen, das ist dieser Zustand des Verlierens oder nicht Recht haben. Mhm. Und das geht so extrem bis zum Suizid. Also es gibt dieses eine Beispiel von dem Adolf Merkle. Adolf Merkle hat Ratiofarm damals groß gemacht. Es war ein riesengroßes Familienunternehmen, das er von seinem Vater übernommen hat und hat dann durch eine Finanzkrise sehr viel von seinem Vermögen verloren. So. Und für ihn war das so schlimm, dass dieser Mann sich von zugeworfen hat. Es gab einen Abschiedsbrief, also es ist belegt, dass der sich... So, und das ist für Menschen, also die hohe Rotanteile haben, ist einfach dieser Verlust von ihrer, wie soll ich sagen, von ihrem Sieg oder von dem, was sie aufgebaut haben, das Schlimmste, was für die passieren kann. Das heißt, die haben auch immer so dieses Platz hier, sie wollen die Nummer eins sein, sie wollen der Beste sein. Also je mehr Testosteron hier ist, desto mehr ist das vorhanden. Mhm. So, ich gehe auf den besonders arg ein, weil genau gegenüber sind die Menschen, die Grünanteile haben. Und das ist so ein bisschen wie Yin und Yang. Mhm. Du hast hier so diese männliche Komponente. Und bei den Grünen, das sind eher so diese weiblichen, wie soll ich sagen, Persönlichkeitstypen. Auch hier wieder, es kann auch eine Frau sein, ein Mann sein. Ne? Also wir haben auch limbisch. So. Und hier findest du häufig Menschen in Berufen wie Sozialberufen, die einfach gerne mit Menschen zu tun haben, die gerne diese Beziehung haben, dieses Miteinander, dieses, vielleicht auch Kuschelige, ne? So, die für eine gute Stimmung sorgen, die mal einen Kuchen mitbringen, ne? So. Was super, super spannend ist, mit einem limbisch-roten spielst du zum Beispiel keinen Mensch ärger dich nicht. Ja, du ahnst schon warum. Das kann der nicht dominieren, das kann der nicht kontrollieren. Mhm. Limbisch-Grüner sagt, naja, ich habe zwar verloren, aber Hauptsache, wir haben was gemeinsam gemacht. Gemeinsam ist aber dem egal, der sagt, ich will gewinnen. Ja? So, und wenn wir jetzt den Bogen kurz spannen, jetzt haben wir nur die zwei Typen besprochen, zu einem Team, wird schon mal spannend. Wenn du als Chef dir einen Limbisch-Roten ins Team holst, mhm. Ja, und bist selber limbisch rot, was könnte denn dann passieren? Gut, es gibt Krieg. Es könnte Krieg geben, genau, genau. Es könnte sein, dass der anfängt, an deinem Stuhl zu sägen. Mhm. Ja? Oder wenn du im Team zwei Doppelspitze, zwei limbisch, also zwei von den Roten hast, ja? Dann könnte es sein, dass die sich miteinander duellieren, nenne ich es jetzt mal. Mhm. So. Du brauchst natürlich diese Rotanteil in deinem Team, Durchsetzung und so weiter. Deshalb aber sei gewahr davor, dass jemand, der diese Anteile hat und hat vielleicht zum Beispiel einen Vorgesetzten, der eher Grünanteile hat, kommt ja vor, mhm. Ja, dem dann auf der Nase rumtanzt. Mhm. Das ist schon spannend. Das ist schon spannend. Jetzt wird vielleicht vieles klar. Und ich glaube, da machen sich ganz, ganz viele gar keine Gedanken darum, wenn so dieses Thema da ist, ich habe super viel Arbeit, ich brauche unbedingt Mitarbeiter, wobei wir, glaube ich, auch noch über das Thema sprechen sollten mit, wann muss ich denn jemanden einstellen? Also ab wann macht es Sinn, Mitarbeiter einzustellen? Das ist ja auch nochmal eine mega, jetzt mal herausfordernde oder auch komplexe Frage. Ich merke einfach, mein Volumen steigt, ja, mache eine Stellenausschreibung. Und dann ist so dieses, boah, ich komme vorne und hinten nicht mehr klar, ich brauche einfach irgendwen. Ja. Ja. Jetzt darfst du dir natürlich die Frage stellen, wenn du jetzt jemanden da sitzen hast und du denkst so, ah ja, cool, auf dem Zeugnis, auf dem Papier passt alles, aber jetzt passt das hier in diesem Kontext nicht. Ja. Ob es dann sinnvoll ist, diese Person wirklich einzustellen. Mhm. Ja. Ich sage es gerade heraus, ich habe da die Erfahrung gemacht in einem, also ich habe ja früher auch Vorstellungsgespräche dann Leute eingestellt und gehalten. Es sitzt nicht immer der auf dem Stuhl, der sich da präsentiert. Zumindest vordergründig nicht.
Ne? So. Natürlich. Mhm. Ja, er möchte ja, ne, wer ist immer so schön, der Fisch mag dem Angler gefallen, der Köder mag dem Fisch gefallen und nicht dem Angler. Mhm. Aber es nutzt dir ja nichts, wenn du dann dir jemanden einstellst, der dann langfristig dein Team kaputt macht, weil vielleicht hast du die Erfahrung schon gemacht, es ist gar nicht so einfach, jemanden wieder zu gehen, ja, als ihn einzustellen. Einzustellen, ich meine, wir haben ja auch eine Probezeit, dafür ist es auch gut, aber wenn du es vorher schon weißt, ja, also ich sage es gerade heraus, meine Einschätzung wäre, da warte ich lieber noch mal 1-2 Wochen und gucke mir ein paar Bewerber mehr an und bis dann der Richtige vorbeikommt, habe ich mehr mitgewonnen, als wenn ich hier den Falschen auf dem Thron sitzen habe, ja. Ja, wobei da fällt mir gerade noch eine schöne Zwischenfrage ein, und ich glaube, ganz viele da draußen, die wahrscheinlich dir folgen, die auch mir folgen, beschäftigen sich natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema des Universums und der schönen Gesetze, die wir einfach da draußen haben. Ja. Und es gibt ja auch das schöne Gesetz der Ähnlichkeit. Oh, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich eine Stellenbeschreibung mache und ich gucke, okay, zu welchem Quadranten gehört derjenige denn jetzt? Und eigentlich weiß ich genau, ich brauche grün. Ich brauche auf jeden Fall jemand Grünes jetzt in meinem Team. Und dann mache ich jetzt eine Stellenbeschreibung und denke mir so, ja, alles klar, passt. Ich lade mir mal den ein, aber ich lade mir vielleicht auch noch mal den anderen ein, weil ich möchte einfach mal wissen, ja, vielleicht hat er ja doch. Also und wenn unser Verstand ja anfängt, uns zu braten, dann haben wir ja meistens sowieso das kürzere Stückchen vom Streichholz gezogen. Aber und dann sitzen wir im Gespräch und dann ist der Grüne dann ja wahrscheinlich genau der, den ich einladen sollte. Aber dann habe ich vielleicht auch noch einen Roten mit im Gespräch und bin dann vielleicht selber auch rot. Und dann habe ich das Gesetz der Ähnlichkeit. Und was passiert dann? Ja, Gesetz der Ähnlichkeit kommt ja aus der Psychologie. Also spannend ist, wenn du zum Beispiel jetzt im Gespräch sitzt und einer sitzt dir gegenüber und der hat genau ein ähnliches Profil wie du, dann wird er dir sofort auch sympathisch sein. Spannend, dass du jetzt rot aufgreifst. Ich finde es immer total spannend, gelb und grün dabei zu vergleichen. Gelb sind sehr kreative Menschen. Ja, sehr kreative Menschen. So, jetzt Beispiel. Du suchst für dein Unternehmen jemand, der die Steuer macht. Mhm. Ja, du bist selber kreativ. Ja, hast selber vielleicht Rotanteile. Ich kann auch Rot- und Grünanteile haben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nur das eine oder das andere habe. So, aber du hast zum Beispiel jetzt Gelbanteile. Und dann kommt jemand vorbei und der ist genauso, wie soll ich sagen, und ihr seid inspiriert und ihr redet und ist toll und es fühlt sich gut an. Denkst du, ja, der ist geil, den stelle ich ein. Das ist jetzt sehr offensichtlich und sehr schwarz-weiß gemalt, aber du merkst schon, jetzt sind wir bei dem Blauen, du bräuchtest für diesen Job eigentlich einen limbisch-blauen. Ne? Und darum geht es letztendlich, zu erkennen, welche Bedürfnisse haben denn die Menschen, die da sitzen. Jemand mit limbisch-blau-Anteilen zum Beispiel hat dieses Bedürfnis nach Struktur. Und wenn du als Chef oder als Chefin, als Unternehmer oder Unternehmerin da sitzt und sagst, eigentlich habe ich jetzt überhaupt kein Bedürfnis nach Struktur, ist es aber das, was dein Unternehmen ja trotzdem braucht. Ja, und da darfst du einfach den Filter drüber legen und sagen, hey, da gucke ich jetzt nochmal genau hin. Nobody is perfect, dein Team könnte es sein. Das heißt aber, perfect finde ich jetzt doof. Ich finde eigentlich schöner, keiner ist ganzheitlich, keiner kann alles abbilden. Ja, und in anderen Sphären spricht man dann von der Yin- und Yang-Energie, ne? Dass man sagt, okay, ich lasse diese männliche Energie, das ist auch so eher so dieser Part, dieses strukturiert und durchsetzend auch in meinem Unternehmen, wenn ich zum Beispiel Frau bin und bin eher so auf der anderen Seite unterwegs. Also ich brauche immer alles. Mhm. Ne? Aber auch manches vielleicht nicht zu viel. Und schon gar nicht zwei rote doppelt. Ja? Mhm. Zumindest wenn, dann muss ich genau hingucken, in welcher Konstellation diese zwei roten sich befinden. Ne? Dass da keine Konkurrenz untereinander ausbricht. Kniffelig. Kniffelig. In der Tat, echt sehr, sehr kniffelig. Aber ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen da auch gerade so ein kleines Licht aufgeht. Mhm. Und so, oh nein, okay, ja, verdammt. Wenn ich das doch vorher gewusst hätte. Ja, ja, ja. Auch spannend, auch wenn es jetzt ein bisschen out of context ist, in der Partnerauswahl.
Ja. Ja. Also ich glaube grundsätzlich immer überall da, wo Menschen zusammentreffen. Ja, absolut. Aber der einzige, also immer, wobei ich glaube, es ist halt so mit der einzige Bereich, den wir einfach für uns wirklich dann in unserem Unternehmen ja kontrollieren können, ist ja dann wirklich die Auswahl der Mitarbeiter. Und da haben wir ja dann eigentlich wirkliche Kontrolle drüber, wie wollen wir unser Team denn gestalten? Mhm. Mit wem mag ich zusammenarbeiten? Ja. Einfach vor der Tür stehen bleiben. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist nur ein ergänzender Aspekt. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht mehr gucken sollst nach, bringt er die Kompetenz mit? Mhm. So. Und das finde ich jetzt mega spannend, weil darüber lässt sich ja natürlich auch streiten. Weil interessanter Gedanke finde ich jetzt zum Beispiel, ich stelle jemanden ein und ich weiß, diese Stelle passt perfekt auf diese Person anhand dieses Modells. Der hat aber noch keine Kompetenz. So, anderer Gedanke ist, du stellst eine andere Person ein, die hat die Kompetenz, hat aber ein anderes Profil, was eigentlich nicht passt. Vielleicht kennst du dieses Lied von den Ärzten. Junge, mach doch bei denen eine Festanstellung, der, mhm. ne, so. Mhm. Menschen, die dann aufgrund ihrer von Äußerlichkeit, ne, so von äußeren Wirkungen woanders gelandet sind, wo sie eigentlich wirklich passen. Was denkst du denn, wer von den beiden, die Person, die in ihrem Flow ist quasi, aber nicht noch keine Kompetenz aufgebaut hat, ist die eher, bringt die dich eher weiter oder die Person, die die Kompetenz mitbringt, aber, wie soll ich sagen, mit ihrem Profil eigentlich was ganz anderes machen sollte? Also ich bin ganz klar der Überzeugung, dass man oder wir als Mensch grundsätzlich in der Lage sind, alles zu lernen. Das heißt, Fähigkeiten, Kompetenzen, Expertisen, die kann ich mir antrainieren. Aber so wie ich bin, bin ich ja nun mal. Ja, richtig. Und in irgendeiner Form. Also natürlich kann ich gucken, dass ich Handlungsmuster durchbreche und dass ich mir andere Routinen aufbringe. Und aber jeder weiß, wie schwer das ist, ja, so diesen eigenen Schweinehund irgendwie. Ne, also wer macht jeden Morgen irgendwie fleißig 50 Liegestützen oder irgendwie Sit-Ups oder, ne? Ja. Das immer alle zu Silvester vor. aber das ist ja genau das Ding. Also wir sind ja einfach so, wie wir sind. Und wenn wir einfach erkennen, wie wir sind, dann fällt es uns einfach wesentlich leichter. Also mein Rat an der Stelle wäre definitiv, den zu nehmen, der von den Werten her einfach mit ins Team passt. Und alles das, was er einfach bald können soll, muss er dann einfach lernen. Aber er wird dann mit Sicherheit Bock haben, sich die Klamotten anzutrainieren, denn sonst hätte er sich auf die Stelle ja nicht beworben. Ja, ja. Und das Spannende ist halt, das habe ich oft genug erlebt, dass dann Menschen dann vor dir sitzen, die dir dann erklären, sie hätten zum Beispiel jetzt hier ganz viele Anteile oder hier, ne, ohne dass sie das Modell jetzt kennen. Einfach, weil vielleicht Mutti und Papi gesagt hat, du machst das. Oder weil sie selber glauben, sie müssten so sein, damit sie einen sicheren Job haben. Aber im Grunde ticken sie dann wieder ganz anders. Ne? Also das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Und die wissen dann auch gar nicht, warum sie unglücklich in ihrem Job sind. Und die können, also muss man auch mal ganz wertschätzend sehen, die können ja nichts dafür. Ne? Die können ja nichts dafür, dass sie einfach eine andere Person sein wollen, ne? Vielleicht irgendwie wie die große Schwester, der große Bruder oder sowas, als sie vielleicht selber sind. Ne? Also wie so ein Goldfisch im Haifischbecken. Ja, so. Fühlt sich auch unwohl. Ne? Wenn du vielleicht wenn du eigentlich besser als Kindergärtnerin unterwegs wärst und Mama und Papa sagten, geh mal in die Bank, mach eine Bankkauffrau-Ausbildung. Ne? Also Sachen kommen ja häufig leider immer noch vor, ne? So. Auf jeden Fall, klar. Ja, so. Und da darfst du natürlich auch als Unternehmer gefeilt sein, so Menschen, die dann bei dir sitzen, halt relativ schnell zu erkennen, wo die wirklich unterwegs sind, weil es ja dich dann auch davor feilt, dass du unzufriedene Mitarbeiter langfristig hast. Ganz im Gegenteil, wenn die so total in ihrem Element sind, kommen die in ihrem Flow und dann laufen die und 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 laufen. Das ist so schön. Ja, also da merkt man einfach, dass gerade so dieses Thema Energie in einem Team einfach unwahrscheinlich wichtig ist. Also, dass man immer gucken muss, dass man, natürlich gibt es stressige Momente und es gibt immer mal
Tage, Wochen, ja, und irgendwie lange Durststrecken, wo alle irgendwie gefühlt irgendwie schon mal auf dem Zahnfleisch laufen, je nachdem, wie groß das Auftragsvolumen einfach gerade ist. Also es gehört ja irgendwo dazu, auch wenn, und ne, da haue ich ja immer mal so ganz gerne irgendwie unternehmerisch so in die Kerbe, auch wenn sich ein Business leicht anfühlen soll, heißt das aber nicht, dass wir irgendwie jeden Tag wie ein Engel durch die Gegend fliegen und wir irgendwie alle nur irgendwie 20 Minuten arbeiten und sondern an den Strand legen. Aber das Thema Energie als solches ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Also Arbeit darf ja Spaß machen. Viele sagen ja auch, ah nee, das Wörtchen arbeiten, das nehme ich gar nicht mehr in den Mund. Das ist einfach nur noch mein Hobby. Ich bin der Meinung, also Arbeit, die Frage ist ja, was selber verbinde ich ja mit dem Wörtchen arbeiten? Ja, das kann mir unwahrscheinlich viel Spaß machen. Und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann darfst du auch genau hingucken, warum nicht mehr. Und somit kann ich ja, wenn ich wirklich darauf achte, welchen Mitarbeiter ich wirklich einstelle, habe ich ja von vornherein wirklich die Karten in der Hand, die Energieströme im Unternehmen ordentlich im Team zu leiten und zu lenken. Absolut. Ich finde, du hast es vollkommen schön auf den Punkt gebracht. Genauso ist es. Richtig cool. Richtig, ja. richtig cool. Ja. Wir hatten vorhin ganz kurz, wo ich sagte, das ist nochmal so eine herausfordernde Frage, wann stelle ich denn Menschen ein? Was ist aus deiner Sicht der Zeitpunkt, wann man sich damit beschäftigen sollte, Mitarbeiter einzustellen? Oh ja. In dem Moment, in dem du anfängst zu skalieren oder schon am Skalieren bist. Ne? Also wir alle gehen ja mit irgendeiner Motivation hier raus ins Leben und haben einen Beruf oder eine Berufung oder sind Coach oder Unternehmer oder sind gerade in diesem Wandel vom, wie soll ich sagen, Selbstständigen zum Unternehmer. Und wenn du bei dir da draußen merkst, dass du Aufgaben hast, und es fängt ja schon so mit so kleinen Sachen an, wie zum Beispiel, also bei mir ist es ganz klar die Steuer, hasse ich wie die Pest. Du ahnst es schon, ich habe limbisch-gelb-Anteile, ne, so. Und ich habe eine sehr, sehr strukturierte Steuerfee. Ja? Und die ist wirklich meine Fee, weil die, ich sag mal, all das mir abnimmt, was mich hier so in meinem Freiheitsbedürfnis so einschränkt. Und sobald du merkst, dass du Aufgaben machst, die A, deine Zeit binden und dir nicht gut tun, weil sie deinem Bedürfnisprofil nicht entsprechen, darfst du die aussortieren. Du wirst merken, wie schön es ist, wenn du die gut an die Personen, die genau darauf passen, weil die haben Riesenspaß dabei. Ja, und du musst sie nicht machen. Wie genial ist das denn? Das hebt deine Energie und die deines Gegenübers. Ja? Und schafft dir Raum und Möglichkeiten, dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, nämlich deins. Ja? Und nur mal ein Rückblick. Also ich bin schon seit 20 Jahren selbstständig und damals halt in diesem Unternehmen. Wie lange habe ich immer gebraucht, um diese Steuer zu machen? Ja? Und heute? Ja, Umsatzsteuer, 10 Minuten, Klick, rübergereicht, fertig. Ja, also es ist einfach wichtig, deine Energie ist das Heiligste, was du dir, wie soll ich sagen, was du dir, also ist für mich heiliger als Geld. Ja, das ist nur der. Weil wir reden über Zeit und da machen sich ja ganz viele, ganz oft gar keinen Gedanken drum, dass Zeit das einzigste Gut ist auf dieser Erde, was wir nicht kaufen können. Genau, und warum darf die nicht qualitativ hochwertig sein? Ja? Wenn ich überhaupt keinen Bock auf Steuer habe, dann gebe ich es einfach an den, der Bock auf Steuer hat. Wenn irgendeiner mir blöd kommt, weil ich irgendwas Böses gemacht habe und sagt, hier, ich komme im Rechtsanwalt, ja, dann nehme ich mir einen Rechtsanwalt, die sind limbisch-rot, die haben Spaß daran, sich zu reiben. Ja, dann brauche ich mich damit nicht belasten, ne? Wenn ich zum Beispiel Tonanteile habe und bin eher so, ja, ich mag einfach Harmonie und das Miteinander. Warum muss ich es dann ausfechten? Nee, also ich kann es auch selber entscheiden. Vollkommen richtig, ja. Also von daher ist deine Empfehlung auch zu sagen, okay, ich baue mir ein Team auf, ab dem Status, wo ich für mich im Kopf habe, ich will wachsen. Ja. Also nicht erst, ich renne mal los und mache alles schön selber und habe den Schreibtisch voll und weiß irgendwann gar nicht mehr, kann ich noch drüber gucken? Ja. Kann mich nicht mehr entscheiden, mit welcher Aufgabe fange ich denn an? Sondern wirklich ab dem Zeitpunkt, wenn ich merke, so, ich habe Lust zu expandieren, ich möchte das Ganze ein bisschen größer aufziehen und damit ich selber in meinem eigenen Sumpf nicht untergehe, suche ich mir frühzeitig
Menschen, die mich unterstützen. Und ja, da muss man ja ganz klar sagen, also ich muss ja nicht immer direkt Menschen fest anstellen. Nee. Ein Steuerberater ist ja auch nicht fest angestellt, sondern der nimmt ja dann immer je nach Monat, je nach Quartal, wie das Finanzamt das immer ganz gerne so hätte letztendlich, dann die Buchhaltung. Ja. Und damit kann man sich einfach wirklich auch eine Menge freischaufeln. Ja. Ja, was aber auch hier jetzt spannend ist, erkenne dich selber, ist, dass es Menschenpersönlichkeitstypen gibt, die sich ein bisschen schwerer tun, als andere zu delegieren. Ne, so das Thema Django macht alles allein. Alles, was ich selber erledigt habe, weiß ich ja, es ist gemacht. Genau, genau. Und da gehört, wie soll ich sagen, wir haben das Bedürfnis, vor allem hier so in dem Bereich Rot-Blau, Blau-Grün nach Kontrolle. Das sind Menschen, die hier große Anteile haben, die haben gerne die Kontrolle über etwas. Mhm. Und gerade hier unten zwischen den, also wenn, es gibt viele Menschen in Deutschland, vor allem so 80% sind sie eher hier angesiedelt, die haben so dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt so ein Strukturmensch bin, ne, und ich möchte auch keinen vom Finanzamt auf den Deckel kriegen, dann prüfe ich vielleicht alles doppelt und dreifach. Und dann fällt es mir natürlich schwerer, was abzugeben, als wenn ich jetzt hier so ein freiheitsliebender Mensch bin. Mhm. Und hier jemand, der sagt so hier, das interessiert mich nicht, ich gebe es ab. Und wenn der es nicht richtig macht, kriegt er eins auf den Deckel. Jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Mhm. Und dann darfst du einfach bei dir selber auch mal hingucken, was für ein Typ Mensch bin ich denn? Und ich sage dir, also da ich jetzt von mir weiß, dass ich zu diesen hier gehöre und auch so von diesen Grünanteilen habe, es ist sehr befreiend, wenn du dir dann auch Menschen suchst, die halt auch einfach diese anderen Anteile haben und das machen. Mhm. Aber diese, also wie soll ich sagen, da gibt es wie so eine Art Hürde, die sich manchmal so anfühlt, das wirklich zu machen, diese Kontrolle auch wirklich abzugeben. Mhm, auf jeden Fall. Wenn du es machst, ist total schön. Mhm. Mach das ja, dann. Bitte, mach das. Ich glaube, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen Solopreneur ja auch zu tun und unterstütze da erstmal ja mit in Prozessen und baue nochmal im Hintergrund was anderes auf. Und gibt ja die unterschiedlichsten Varianten, wie man ja auch mit mir arbeiten kann. Und ganz oft ist der Moment da, wenn sie dann sagen, oh ja, nee, das möchte ich jetzt gerade mal nicht mehr selber machen, mach du das mal für mich. Mhm. Dass sie dann genau in dem Moment merken, oh, ich gebe Kontrolle ab. Was? Ja, cool. Ja? Und vorher ist ja genau abgesprochen, okay, hör zu, das und das mache ich für dich, das und das mache ich nicht für dich, da bist du selber für verantwortlich, etc. Oder wenn ich das fertig habe, dann sprechen wir kurz ab. Habe ich genau das getroffen, was du vorher auch wirklich gemeint hast, ne? Weil man kann sich ja auch in Gesprächen einfach mal so, ne? Man kann ja auch mal schön aneinander dran vorbeireden. Ja. Und dann fällt denen auch mal auf so, verdammt, jetzt hat ja jemand anders die Zeit damit verbracht. Mhm. Und Zeit ist ja gleich Zeit. Also es war zwar nicht ihre eigene Zeit, sondern dann entsprechend letztendlich dann meine. Mhm. Wo dann halt auch klar ist, oh verdammt, da steht auch eine Wertigkeit hinter. Oh. Mhm. Verdammt, Mitarbeiter, Freelance, heißt ja auch, ich muss investieren. Also das sind ja halt alles Ängste, die ja dann, Verbindlichkeiten, die ich auf einmal eingehe. Und davor scheuen sich natürlich ganz viele. Und deswegen haben auch ganz viele erstmal Angst vor dem Schritt zu sagen, ich werde größer. Ja. Weil sie die Kontrolle verlieren. Könnten. Ja, ich meine, man darf sich auch überlegen, ob ich mir in, wie soll ich sagen, dass ich sage, ich hole mir jemanden in mein Team, der diese Anteile hat und für mich kontrolliert. Das ist jetzt natürlich schon der nächste Step, zu sagen, ich bin jetzt die Marke, die Person, die eigentlich nur noch da draußen agiert und habe dieses komplette Team unter dessen Führung zum Beispiel. Ne? Mhm. Der vielleicht zum Beispiel neue Ideen entwickelt für mich, Produkte. Der sie durchsetzt und schaut, der sie strukturiert und immer wieder die Kosten und so Sachen im Auge behält und der so dieses Zwischenmenschliche zwischen allen so kontrolliert. Mega, mega, mega spannend. Mhm. Wenn man sich jetzt bei dir meldet, weil man einfach feststellt, verdammt, das ist echt mal eine Baustelle, an der müsste ich unbedingt mal arbeiten, weil mir tanzen alle auf der Nase rum. Ich habe da Energievampire oder alle verdrehen schon die Augen, wenn Mitarbeiter XY das Büro betritt.
und würden am liebsten sagen, ich muss mal eben hier zur Post, ich hole mal eben Kaffee. Haben wir überhaupt noch Milch im Kühlschrank? Und plötzlich sind alle... Ja. Wie im Zeichentrickfilm, man sieht plötzlich nur noch Rauchschwaden, weil alle weggerannt sind. Ja, wenn man sich bei dir meldet, per PN oder per Mail oder dich anruft oder wie auch immer, wie läuft eine Zusammenarbeit mit dir ab? Also weil du machst das ja auch nicht auf rein ehrenamtlicher Basis. Ja, doch. Nee, Quatsch. Spannend, dass du das mit der ehrenamtlicher Basis ansprichst. Findest du häufig bei Menschen mit diesem Profil hier, die sagen, oh, das mache ich, das gebe ich so raus. Ne? So. Nee, also es funktioniert folgendermaßen. Im allerersten Schritt machen wir erstmal eine Art Bedarfsanalyse und ich verschaffe mir einen Überblick. Und dann kriegst du ein ganz konkretes Angebot, wie wir miteinander arbeiten können. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Wenn du jetzt zum Beispiel neue Menschen bei dir einstellen möchtest, ne, bringe ich dir das hier erstmal ganz intensiv bei. Mein großes Anliegen ist es, dass du gar nicht mich brauchst. Okay. Ja, sondern dass du das hier selber kannst. Also nicht du suchst dann für ein Unternehmen die Mitarbeiter aus, sondern der Unternehmer darf wirklich selber lernen, wie er Mitarbeiter für sich ordentlich herausfiltert, je nach Stelle, die vergeben wird. Richtig. Weil manchmal brauche ich ja vielleicht einen gelben, manchmal brauche ich einen blauen, manchmal einen grünen. Und vielleicht brauche ich ja auch mal ein bisschen was Rotes. Genau. Also ich bin großer Fan von Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass ich dich da jetzt einfach ins Haifischbecken schubs oder ne, so sag hier, schwimmen, sondern ich begleite dich natürlich. Vielleicht kennst du die Lernstufen vormachen, mitmachen, nachmachen. Ne? Also ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir, wie es geht. Mhm. Wir gehen ein Stück zusammen. Und dann, wenn ich sehe, dass du es kannst, lasse ich dich laufen. So sind die drei Schritte. Ja? Und das ist abhängig jetzt einfach davon, was du da draußen brauchst. Ja? Es kann auch sein, dass du jetzt zu mir kommst und sagst, ich möchte einfach jetzt mal, also hat jetzt nichts mit Business zu tun, aber vielleicht kommt der eine oder andere um, der gesagt, hier, ich muss jetzt einfach mal meine Menschen da draußen analysieren. Ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber das kannst du auch dafür anwenden. Ne? Das hier hat bei mir mehr verändert als jetzt nur mein Business-Umfeld. Ich habe eine wunderschöne Partnerschaft mit meinem Mann, mit dem war ich damals schon verheiratet, als wir das erste Mal dieses Modell in abgewandelter Form kennengelernt haben. Mhm. Ich möchte mal aus dem Nähkästchen plaudern, soll ich? Klar. Mein Profil ist hier, ich bin sehr kreativ, ich bin sehr lösungsorientiert und ich bin sehr menschenbezogen. Hier bin ich, wenn ich sein muss. Und das habe ich mir angeeignet. Ich habe die Prozesse so hübsch gemacht hier mit meiner Kreativität, damit ich viel Zeit habe, um das hier auszuleben. Ne? Das habe ich am wenigsten so. Also mein Profil ist hier. Und ihr ahnt es vielleicht schon, das Profil meines Mannes ist hier, sind die zwei Sachen. Ne? Mhm. Ist übrigens ein typisches Polizeibeamtenprofil. Die müssen sich durchsetzen, die müssen viel dokumentieren. Mhm. Ne? So. Jetzt aus dem Nähkästchen, wenn er von seiner Arbeit kommt und ich frage ihn, wie war denn deine Arbeit? Und dann sagt er, gut. So, das reicht eben. Das reicht doch, oder? Damit hat man doch alles auf den Punkt. So, wenn ich von ihm gefragt werde, aber ich werde nicht gefragt, ich sage dann nur so, willst du wissen, wie mein Tag war? Und dann kommt er so, wenn es sein muss. Nee, also schon wertschätzender, aber... Menschen mit diesen Anteilen hier, die lieben zum Beispiel Storytelling. Ja? Erzählen mir eine Geschichte. Wie hat der sich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt? Wie war da das miteinander? Mhm. Ja? Diese Menschen hier lieben Zahlen, Daten, Fakten. Ja, zeig mir die Statistik. Zeig mir dein Zertifikat. Diese Menschen hier lieben Urkunden und hier sowas. Ne? Also wenn du jemanden siehst da draußen, zum Beispiel jetzt in so einem Zoom, und der hat hinter sich ganz viele von diesen Urkunden hängen, ja, dann darfst du dir sicher sein, der hat Rotanteile, ja, weil er zeigen möchte, wer er ist, was er kann. Der hat hohe Rotanteile, ja. Ja, so, guck mal hier, ich habe die Ausbildung gemacht und da sieht man das. Das findet der Blaue auch schön, aber vor allem die Roten, die sind so dieses, die mögen so dieses, ne, so mein Haus, mein Auto. So, ich zeig's dir, ne? So, und die limbisch-gelben, also die Gelbanteiltypen, die mögen gern, wie soll ich sagen, die mögen gern so ein bisschen anders sein als alle anderen. Das sind manchmal so, die so exotisch daherkommen. Und die hier, die machen manchmal denen hier Angst.
Ja, also das ist auch ein Bedürfnis, was die so. Und da darfst du dir natürlich, wenn du Anteile hier hast, überlegen, wie du zum Beispiel auf den zukommst. Egal, ob du jetzt im Business bist, ob du Mitarbeiter bist, ob du Chef bist, aber wenn du das hier einmal verstanden hast, ja, kannst du Menschen, ich sag's mal ein bisschen gerade heraus, kannst du Menschen regelrecht beeinflussen, steuern. Also es ist wie ein unfairer Vorteil. Mhm. Ne? Natürlich sollst du das nicht als unfairer Vorteil für dich nutzen. Nein, darum geht es ja auch gar nicht, sondern aber man kann ja anhand von Verhalten von Menschen ja relativ schnell herausfiltern, welche, also du weißt ja nicht genau, wie ist er denn, aber du siehst einfach, welche Anteile zeigt er dir einfach jetzt gerade in diesem einen Moment. Genau. Und die Blauen, finde ich, die kann man immer relativ schnell, sofern man sich irgendwie nach draußen begibt unter viele Leute, das sind so die, die eigentlich sich eher an der Theke festhalten, also nicht, weil sie unbedingt einen trinken wollen, das sind einfach die, die weiter hinten stehen. Das sind ja einfach nicht die, die direkt vorne mit auf die Bühne springen, mit Hallo, da bin ich, sondern die Blauen, das sind dann eher die, die vielleicht so für sich ein bisschen zur Musik tanzen, wenn sie denn, also die wippen vielleicht eher nur mit dem Zeh, ja? Ja. Und das ist einfach schön zu erkennen, die kannst du einfach so in kleine Schubladen schon mal stecken. Ja, die lassen wir bitte immer offen, ne? Weil am Endeffekt die Menschen, rauskommen. Genau, die dürfen nicht überraschen. Und natürlich, es gibt auch Menschen, die gleichermaßen gleich viele Anteile haben, ne? So, das sieht man es nicht sofort oder wo es sehr ausgewogen ist, beneidenswert, weil die haben so von allem etwas, ne? So. Und die lassen sich auch nicht, also die von allem was haben, lassen sich auch nicht so schnell von den anderen triggern. Und das ist nämlich auch so ein ganz spannendes Ding. Wenn du bei dir feststellst, Mensch, der Gegenüber, der triggert mich, dann darfst du mal genau hingucken, was dich da triggert. Ne? Weil es gibt dir Aufschluss, wo du bist und wo der ist. Mhm. Ja? Wenn dich ja dem sein chaotisch sein triggert, dann hast du hier deine Anteile bedroht. Ne? Der hier zum Beispiel, oh, jetzt erzählt die wieder was von ihrer Tante und wie die sich gefühlt hat und wie sie sich gefühlt hat, ne? Dann hat denen das quasi dieses Mitgefühlsgebabbel, nenne ich es jetzt mal, getriggert. Und der Grüne, der sagt natürlich, wenn er den Roten sieht, so, oh, der ist mir sowas von unangenehm, das hat er schon wieder nicht, also ein krasses Beispiel, eine Bekannte von mir erzählte mir von der Tochter, die ist so grün, arbeitet im Kindergarten, die war richtig vom Kopf gestoßen, weil ihre Chefin nicht gute Besserung gesagt hat, als sie krank war, am Telefon sich abgemeldet hat. Mhm. Ne? Also Menschen, die so, und das ist super interessant, weil wenn wir mal da genau hingucken, wer wie tickt, wer was irgendwie macht, dann lässt sich's ja auch leichter leben, auch im Miteinander. Auf jeden Fall. Also da fällt mir jetzt gerade im Prinzip auch auf, das System ist nicht nur, es ist nicht nur gut zu wissen, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und wir haben ja jetzt hier gerade noch mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Sondern es macht ja auch Sinn, wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin die Führungspersönlichkeit in meinem Unternehmen und ich bin mit ganz, ganz vielen Rotanteilen zum Beispiel ausgestattet, dass ich weiß, wie ich auf Menschen wirke. Mhm. Und dass ich dann auch weiß, wie ich vielleicht mit jemandem, der ganz viele grüne Anteile hat, vielleicht ein bisschen eher mit ihm umgehe und dass ich nicht immer direkt die Bratpfanne raushole und da irgendwie einmal durch die Menge, sondern dass ich anhand dessen auch lernen kann, wie kann ich denn besser führen. Genau, und nicht nur das, du kannst auch das hier, und da gebe ich auch Schulungen zu, in dein Team implementieren, weil in dem Moment, wo deine Mitarbeiter wissen, der ist limbisch rot, der ist gelb, der ist grün, der ist blau, dann kannst du dich ja auch gegenseitig dran erinnern, schau mal, der braucht die Struktur, der mag auch so Ansprachen, heute machen wir erstens, zweitens, drittens, viertens, ja, der Rote eher kurz, wenn du dem gegenüber bist, okay, der braucht kurze, prägnante Ansprache, das mag der gerne, und der Grüne, dem gibst du halt häufig mal ein Lob und schaust, dass der sich wohlfühlt, und dem Gelben gibst du die Freiheit, das zu tun, dass der aufblühen kann, ja, im Grunde ist es ganz einfach. Im Grunde ist immer alles ganz einfach, so in der Theorie. Mhm. Aber ich habe einfach festgestellt, dass man sich immer genau die Menschen einfach dazu holen soll, die einfach genau da ihre Expertise haben. Ja.
Ich habe selber, ich meine, ich bin auch mittlerweile 15 Jahre, 2006, mein Gott, ey, 15, 16 Jahre selbstständig. Boah. Und habe am Anfang auch, natürlich, also wenn du anfängst, dann guckst du erstmal, was sind denn meine Ressourcen und was kann ich alles selber. Mhm. Und je nachdem, wie man selber so gestrickt ist, gibt es ganz viele natürlich bei den Unternehmern mit. Ich eigne mir die Dinge so lange an, bis ich sie einfach selber beherrsche, damit ich keinen anderen brauche. Autodidakt hier. Mhm. Ne, klar, aber man muss ganz klar wissen, wenn ich an ein Ziel schneller kommen möchte, dann macht es einfach Sinn, sich genau die Menschen mit ins Team zu holen, die das ja einfach schon beherrschen, ja, die da einfach schon sind. Mhm. Weil dann kann ich mir einfach ganz viele Jahre des Lernens, des Studierens, des Aneignens dann einfach auch sparen. Ja. Und also perfekt ist, ja, richtig, richtig. Und perfekt ist natürlich, wie du es sagst, wenn die Menschen beides mitbringen. Wenn sie, ich sag's mal, in dem Bereich, in dem sie richtig gut sind, auch deshalb gut sind, weil das zu ihrem Profil passt. Denn wenn du das dann noch so kombinierst, dass du die Teamstruktur entsprechend aufbaust, dann kannst du eigentlich nur noch auf Turbo drücken und dann wupp, geht's hoch. Ganz genau. Also das ist echt eine ganz, ganz wichtige Message noch so von mir an ganz viele da draußen. Mhm. Unterhaltet euch mit den Menschen, die schon da sind, wo du einfach hin möchtest. Mhm. Oder hol dir die Leute ins Team von den Dingen, auf die du irgendwie nicht so Bock hast, wo du halt weißt, so ja, ich muss es irgendwann können. Aber ja, muss ich es jetzt sofort schon zu 100% können? Oder darf ich das im Hintergrund mitlernen, während ein anderer das schon für mich fertig macht? Ja. Weil Zeit ist Geld. Mhm. Da brauchen wir uns ja, glaube ich, gar nicht so drüber unterhalten. Das macht das, also ganz vielen fällt es immer erst im Nachhinein auf, ach, wenn ich das doch gewusst hätte. Ja. Also das kennt, glaube ich, so gut wie jeder. Mhm. Und wenn wir aber vorher uns einfach mal Gedanken machen, ich bekomme ja auch ganz oft Anfragen mal zu, wie kann ich denn das und das tun? Mhm. Wie kann ich mein Business denn größer machen? Wie kann ich denn da mal Struktur und da mal ein bisschen Prozesse und noch ein bisschen Technik rein und schmeiß doch mal deine Zauberkiste an, Caroline. Wo ich dann auch sage, so ja, einfach jetzt so von 2, 3 Sätzen geht es halt nicht, weil wir müssen uns erstmal zusammen hinsetzen und mal gucken, was brauchst denn du? Also wo ist denn der Bedarf? Ja? Was haben wir denn wirklich an Dingen, die wirklich gebraucht werden? Und da müssen wir uns erstmal einen kleinen Plan machen, um dann wirklich zu gucken, okay, brauchst du das wirklich oder hat das noch Zeit? Machen wir uns einen Plan. Ne? Also da kann ich mich an die Zeit mit dir auch dran erinnern und auch mit allen anderen, die in der ganzen Zeit mit uns mitgegangen sind in der Masterclass. So dieses, lass uns mal das machen. Wo die gesagt haben, nein, das machen wir jetzt gerade noch mal nicht. Das ist zwar total schön und wenn du heute Nachmittag ein bisschen Freizeit hast, dann kannst du dich da gerne wieder auseinandersetzen. Mhm. Priorität. Da müssen wir jetzt gerade einfach nicht hin, sondern wir brauchen gerade mal Fokus. Wir müssen uns wirklich auf die Dinge konzentrieren, die einen wirklich vorwärts bringen. Ja. Guck mal, hier sprechen deine Rotanteile. Wow. Rot. Und Fokus ist so hier dazwischen. Ja, also die sind sehr, sehr gut im Fokus. Mhm. Ja. Darf ich dich mal fragen, was du für ein Auto fährst? Für eine Automarke, außer das Wohnmobil? Im Moment fahre ich echt was total familienpraktisches. Das ist ein S-Max. Ein bisschen Schleichwerbung. Ich hätte jetzt gedacht, also spannend wäre es jetzt, wenn du ein Audi gefahren wärst oder ein BMW. Vielleicht wäre es, wenn es im Portfolio zum Aussuchen, also ich bin da im Moment recht praktisch veranlagt. Mhm. Ich habe seit Jahren quasi so ein Abo-Auto-Modell. Ach so. Mhm. Ja, und da kommen irgendwie alle 12 Monate kommt irgendwie ein anderes Auto vor die Haustür. Ja. So. Und hier sind wir bei Gelb, ne? So Flexibilität, immer mal was anderes. Das, ne? Ist so. Oberpraktisch. Ja. Aber klar, darf schön aussehen, natürlich. Mir fällt gerade noch was ein. Ich habe einen kleinen Test bei mir auf der Seite, danieladechert.de. Na, kannst du schon mal rausfinden, von welchen Anteilen du die meisten hast? Den haben wir auch gestern noch verbessert. Gestern gab es nämlich irgendwie da noch so einen Stopp, aber heute dürfte er funktionieren. Wenn nicht, schreib mir gerne PN, damit ich den noch optimieren kann. Ja, dann schreiben wir gleich auf jeden Fall mit in die Kommentare den Link mit rein. Mhm. Kommentare. Du siehst doch die Kommentare. Hat jemand? Genau, nein, ich habe im Moment, Isabel hatte zwischendurch nur, der hatte ich aber auch dann zwischen den Zeilen schon mit geantwortet, dass sie die Quadrate auf jeden Fall wirklich gut sehen kann. Sonst hätte ich da auch gesagt, so, wir können es nicht gut erkennen, aber es war wohl wirklich alle gut sichtbar. Nee, sie hören alle still und leise im Kämmerlein hinten. Das ist manchmal ein bisschen spooky. Gerade so ihre Gedanken denken sich wahrscheinlich so, verdammt,
blöder Mist. Ja, oder saugeil. Oder, ja, aber so dieses, ne, man hat ja auch wirklich dieses so, oh, wenn ich das vorher gewusst hätte. Mhm. Also das, was ich dann an dem Punkt einfach nur sagen kann, meldet euch bei Daniela. Ich bin immer, so ist es bei mir ja auch, man unterhält sich immer mal vorab irgendwie. Ich denke, das ist bei dir ähnlich. Ich habe halt ja auch einfach mal so ein Audit vorab, dass man sich erstmal unverbindlich mal kurz austauschen kann, um zu wissen, ist es überhaupt das, was ich einfach suche? Passen wir auch überhaupt menschlich zusammen? Mhm. Ja. Halt natürlich, also gerade wenn man so ein System verkauft, wäre natürlich dann auch doof, wenn man in so einer Zusammenarbeit dann irgendwie auch gar nicht zusammenpasst. Also so mache ich es bei mir halt auch immer vorher, dass man erstmal guckt, passt das überhaupt, dass halt auch erstmal ein kostenfreies Gespräch da irgendwie stattfindet. Ist für mich zum Beispiel auch absolut da draußen am Markt eigentlich selbstverständlich, denn auch wenn ich irgendwie zu einer anderen Werkstatt gehe, bekomme ich auch erstmal einen Kostenvoranschlag. Genau. Und nichts anderes ist es ja letztendlich, dass man erstmal weiß, okay, was bekomme ich denn überhaupt und worum geht es denn überhaupt und ist es überhaupt das, was ich suche? Mhm. Oder brauche ich was ganz anderes? Ja. Und da kann ich, wie gesagt, einfach nur herzlich weitergeben, meldet euch bei Daniela. Wenn da noch weitere Fragen sind, stellt sie ihr. Sie wird das mit Sicherheit beantworten. Ja. Vernetzt euch mit Daniela, ne, auch um da nochmal zu verstehen, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert Algorithmus, ja. Macht euer Netzwerk größer, ja. Benutzt auch gerne im Hintergrund die Freude, wenn ihr Postings macht. Mhm. Und an der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du das einfach mal erklärt hast. Ja. Ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen so das ein oder andere an kleinen Lämpchen angegangen ist. Ja, hoffentlich. Und mit Sicherheit. Und für alle die sich für die Sprechzeit interessieren, herzlich gerne, meldet euch. Ich mache meine Termine jetzt langsam sukzessive fertig. Mhm. Und hier wird es halt immer wieder eine andere schöne, interessante und spannende Sprechzeit geben mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Themen. Und ich gucke gerade noch mal kurz in die Kommentare. Was haben wir denn da? Isabel schreibt, sie fand es super interessant und bei ihr ist im Hinterkopf, also sie schreibt, und bei mir ist im Hinterkopf gerade ein Film abgelaufen mit einer versuchten Einstufung meiner ehemaligen Chefs und Kollegen. Mhm. Oh ja, sowas ist auch, glaube ich, echt mega spannend, wenn man das macht. Um mal zu verstehen, okay, warum habe ich mich in Situation X denn so und so gefühlt? Ich habe noch eine Ansprache. Eine Rede redet. Gerne. Ja, genau. Ich habe sie noch nicht erstellt, aber ich werde eine Gruppe aufmachen, in der es noch mal tiefer um dieses Thema geht. Cool. Ja. Gerne. Ja, und wenn dich da draußen dieses Thema interessiert, freue ich mich, wenn du einfach Gruppe reinschreibst in die Kommentare. Und dann weiß ich schon mal, dass ich dich zu dieser Gruppe einladen kann und darf. Genau, also Gruppeneinladung, nicht immer direkt Menschen in irgendwelche Gruppen reinschmeißen, ungefragt, das ist eine ganz tolle Idee. Genau, schreibe herzlich gerne Gruppe in die Kommentare, dann weiß Daniela Bescheid oder schicke direkt eine PN, das geht natürlich auch. Wir verlinken auf jeden Fall noch die Seite zum Test. Mhm. Und ich glaube, wir haben einfach nichts vergessen, liebe Daniela. Und wenn, ihr wisst ja, hier bin ich. Man weiß, wo man dich findet. Genau, einfach eine PN schreiben oder kurz anschreiben. Auch gerne einfach einen Kommentar unter irgendeiner meiner Beiträge. Ich antworte in der Regel immer. Wenn vielleicht nicht gleich, aber innerhalb eines Tages auf jeden Fall. Wunderbar. Ja? So, in dem Sinne, ich wünsche uns allen noch einen ganz tollen Freitag. Mhm. Ein leicht gruseliges Wochenende. Oh ja. Für die Halloween feiern. Mhm. Meine Kiddies sind da auf jeden Fall total gespannt, was denn so passiert. Süßes Minasaurus. Und in dem Sinne sage ich einfach mal tschüss. Bye bye. Und auf Wiedersehen. Tschüss.